Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Unboxing hier auf dem YouTube-Kanal von filmtoast.de. Und heute möchte ich euch einen Film vorstellen, eine Sonderedition zu einem Film, der jetzt bald seine Heimkinopremiere im Verleih von Splendid Film haben wird. Und an dieser Stelle erstmal Dankeschön dafür, dass wir heute diese Sondereditionen hier vorstellen dürfen. Ich freue mich sehr, dass ich das einerseits vorstellen darf, aber auch bald noch dazu, mir den Film anzugucken. Es handelt sich um, lange Rede, kurzer Sinn, den Film Helden der Wahrscheinlichkeit oder auch bekannt als Riders of Justice von Thomas Anders Jensen. Einige Filme bekannt von ihm, Adams Äpfel, Man in Chicken, Dänische Delikatessen, falls das euch mehr sagt als der Name des Regisseurs. Und niemand Geringeres als Mads Mikkelsen ist unter anderem mit am Start, aber auch Nikolai Likas, den man vielleicht aus den Dezernat Q-Filmen kennt oder auch aus vielen anderen Filmen. Ebenfalls auch Adams Äpfel dann eine kleine Rolle mit dabei gehabt oder auch bei Man and Chicken auch neben Mads Mikkelsen. Ja, was will ich jetzt noch lange hier sagen? Wir schauen uns einmal aus der Ego-Perspektive an, was das Mediabook zu Helden der Wahrscheinlichkeit uns neben dem Film noch so Schönes bietet. So. Schon vorhin konnte man ihn klar kennen, ich sagte es vorhin schon, und sein Name prangt ja auch deutlich über dem Titel Helden der Wahrscheinlichkeit Riders of Justice. Die Rede ist von Mads Mikkelsen mit Kurzhaarfrisur und einen dicken Rauschebart, dahinter ein Gewehr, und auch auf der Rückseite sehen wir auch die anderen Darsteller, mit unter anderem Nikolai Likas, den ich in den Dezernat Q-Filmen wie Schändung oder Abam von, ja, nach den Buchverfilmungen von UC Adler Olsen sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Und ja, was haben wir denn an Bonusmaterial? Wir haben Making-ofs, Interviews, weitere Clips, aber natürlich wird hier auch ein Booklet in einem Mediabook dabei sein, und das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genau an. Die Sprachen vorab, beziehungsweise die anderen Extras, Deutsch-Dänisch als Sprache, wir haben Dolby Digital 5.1 und DTS HD 5.1 Master Audio im, ja, ich würde es mal sagen im Dänischen, könnte aber auch für beides da sein. Das liest sich für mich jetzt nicht ganz so klar daraus. Untertitel Deutsch. Die Laufzeit ist ca. 112 Minuten plus Bonus und ca. 170 Minuten plus Bonus. Ich denke, da haben wir auch schon dann die Lösung gefunden. Das sind DVD und Blu-ray der Unterschied. Das ist nicht die Sprache, die den Unterschied macht. Das Master Audio wird dann wohl in der Blu-ray sein. Dolby Digital bei der DVD. Daher auch die unterschiedlichen Laufzeiten. Lässt sich auch nicht so klar. Und Komödie Action wird der Film zugeordnet. Eine schwarze Komödie, um genau zu sein. Und wir schauen direkt mal hinein. Und jetzt schon zu erkennen, im Schimmern des Lichtes, es ist eine matte Oberfläche. Schön ist, nicht festgeklebt. Wir werden also keine Kleberückstände haben, auch hinten nicht. Das kann somit direkt weg. Leider bei der Lieferung ein bisschen angedutscht, aber das ist ja halt kein Serienfehler. Oder ich will es zumindest nicht hoffen. Auf der Rückseite haben wir einfach nur das große Maschinengewehr. Und seitlich muss man einmal drehen, um den Namen für uns auch lesbar, Helden der Wahrscheinlichkeit. DVD und Blu-ray sind beide dabei. Und dann klappen wir doch mal auf und schauen, was drin ist. Neben Werbung für unter anderem Willy's Wonderland, Zone 414 und anderen Titeln. Mit Bruce Willis gibt es hier noch was. Midnight in the Switchgrass, Sniper Tiger Hunt und diverse andere. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Der FSK 18 Streifen ist erstmals Blu-ray hier drin. Na, links geht's einfach nie, mit rechts geht's locker fluffig. Da haben wir erstmal die Blu-ray, auch wie das Frontcover mit Mads Mikkelsen. Und hinten haben wir selbiges auch für die DVD. Wie wir gerade schon gesehen haben, es ändert sich nichts am Backcover. Wir haben einfach diesen Hintergrund und hier das übliche Filmplakat für Helden der Wahrscheinlichkeit Rises of Justice. Und dann blättern wir auch mal durch. Es ist kein Zeitungspapier, es ist so ein illustriertes Papier, so ein Hochglanzpapier. Das sieht man auch ein bisschen, wenn ich das jetzt hier so halte. Es spiegelt sich ein bisschen. Sehr wertig auf jeden Fall. Die Synopsis kommt als erstes. Hier haben wir ein bisschen was zu Anders Thomas Jensen. Ich glaube, ich habe von Thomas Anders Jensen gesagt. Schande über mich.
Ja, ein kleines Statement auch zu dem Film. Hinter der Kamera ein bisschen was um ihn herum. Ein Mann, den man sich mal ruhig seine Filmografie angucken sollte. Man hat auch viele Drehbücher mitgeschrieben, Filme, die gar nicht mal so verbreitet sind, aber viel mehr Beachtung eigentlich vertragen können. Gerade Adamsäpfel habe ich erst noch neulich gesehen und bin regelrecht begeistert gewesen, kann aber auch verstehen, wenn nicht jeder was mit der schwarzen Komödie anfangen kann. Vielleicht hier auch der Fall, das könnt ihr bald auch in unserer Beschreibung oder hier auf den Link klicken, auch in der Rezension von uns. Vor der Kamera dann natürlich Schauspieler Mads Mikkelsen, hier auch mal mit einem, genauso wie zuvor jetzt hier, da möchte ich mal kurz nochmal sagen, immer mit vielen Bildern begleitet, meist mit einem großen, ein paar kleinen Szenenbildern. Auch sehr ausgiebig, so wie es scheint, noch zu Mads Mikkelsen und dann auch wieder ein großes Bild von der gesamten Truppe. Darüber hinaus Nicolai Lee Kaas, wie ich schon bereits erwähnte, hier teilweise kaum wiederzuerkennen mit seinen wuschigen Aussehen, Haaren und Bart. Aber auch zu Andrea Haigadeberg, die mir bislang noch nicht in Erscheinung getreten ist persönlich. Aber andere wie Lars Brückmann oder Nicolas Bro, der ja ebenfalls bei Adamsäpfel auch mit dabei war, in einer tollen Rolle. Und ja, das war schon dann das. Klingt jetzt wenig, wenn ich sage, ja, das war schon mit dem Mediabook. Hinten haben wir nochmal den Cast zusammen mit dem Regisseur abgelichtet und nochmal zurück, um zu zeigen, es ist hier in die Mitte. Nee, ein weiter. Ich wollte einmal gucken, ob das jetzt eigentlich festgeklebt ist oder getackert. Getackert war bei Mads Mikkelsen, hätte ich eigentlich schon vorher sehen müssen. Also nichts festgeklebt, schon was Solideres. Ja, aber das war's dann auch schon. So, und wie am Ende einer jeden Unboxing-Folge ein kurzes Fazit meinerseits zu der Sonderedition bzw. dem Mediabook an dieser Stelle: Helden der Wahrscheinlichkeit, das im Verleih von Splendid Film erscheinen wird. Ich finde, es ist ein schönes Mediabook. Es ist schlicht. Wir haben jetzt hier Mads Mikkelsen drauf. Persönlich hätte ich es noch cooler gefunden, wenn jetzt hier der gesamte Cast irgendwie drauf abgebildet worden wäre. Aber gut, meckern auf hohem Niveau, ne? Ich finde es grundsätzlich ist es halt sehr hochwertig, halt das Booklet da drin. Es bietet einige Punkte, die mir noch mehr Lust machen, jetzt den Film zu schauen. Die Synopsis oder auch das Statement von Regisseur Anders Thomas Jensen sind Punkte, die ich, ja, die einfach nochmal ein bisschen dem Ganzen vielleicht das ganze Erlebnis hinterher abrunden, wenn ich den Film schaue. Wenn er nur halb so gut ist wie der von mir zuletzt gesehene Adamsäpfel, dann ist das schon ein super Film und ich denke, das wird gelungen sein, denn mit dem Cast, Mads Mikkelsen, super Darsteller, Nicolai Lee Kaas, den habe ich heute oft genug erwähnt, auch klasse Darsteller, ich freue mich sehr. Und ja, was ich zu dem, wie ich den Film letzten Endes finde, das könnt ihr unten in der Beschreibung einfach mal nachschauen. Da ist der Link zu unserer Rezension. Und dann könnt ihr schauen, ob der Film meine Erwartungen erfüllt hat, wie ich ihn fand. Und da findet ihr auch unter anderem nochmal ein paar Bilder zu dem, zu dem Mediabook. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Daumen hoch. Wenn überhaupt euch das Ganze hier gefällt und ihr euch hier wohlfühlt, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert auch gerne das Glöckchen, damit ihr keines der neuen Videos verpasst. Verratet mal gerne unten in den Kommentaren, wie gefällt euch das Mediabook? Habt ihr den Film schon gesehen? Wie gefällt dieser euch? Das würde uns mal sehr interessieren. Und ja, danke nochmal fürs Zuschauen und ich hoffe bis bald. Sag bis dahin und ciao.